geht es aus, geht einen guten Tisch, einen wunderschönen guten Tag. Falls ihr Geräusche hören solltet, Sturm ist gerade neben euch auf ihrem Kratzbaum bzw. auf der Fensterbank. Also es kann sein, dass ihr euch bewegt oder dass ihr Geräusche macht, also seid da gewarnt. So, heute sind wir hier, um endlich... Was war das denn? Heute sind wir hier, um endlich die Mills Brothers Reihe zu Ende zu rezensieren. Und zwar, indem ich über Care rede, den fünften und letzten Teil der Mills Brothers Reihe. Wer meine Meinung zu den ersten vier Bänden hören möchte, ich habe alle rezensiert, findet ihr alle in meiner Rezensions-Playlist. Die sind da alle drin. So, worum geht's in Care? Es geht um Heezy Ren. Ja, es geht um Ren. Und Ren arbeitet für die Firma von Armstrongs Familie. Armstrong ist der Ex-Mann von der Protagonistin aus dem zweiten Teil. Und sie wird engagiert, um halt Armstrongs Image ein bisschen aufzupolieren, weil er halt wirklich absolut nur Mist macht den ganzen Tag. So, und am Anfang dieses Buches ist deren Vater gestorben, also Armstrongs Vater. Und so kommt Armstrongs Bruder Lincoln wieder zurück, weil der ist eigentlich auf, weiß ich nicht, Neuguinea oder irgendwie sowas, Guatemala, ich weiß es nicht, um da so Wohltätigkeitssachen zu machen. Und er kommt halt für die Beerdigung zurück und möchte danach eigentlich wieder abhauen. So, ihn redet man aber dann in die Position des CEO, zumindest für 6 Monate, um halt irgendwie die Firma also auf einen richtigen Weg zu finden, weil man das Armstrong halt nicht geben kann, weil Armstrong dumm ist. So, und dann geht es halt um Lincoln logischerweise, der halt überhaupt keinen Bock auf diese Arbeit hat. Und es geht um Ren, die halt, wie gesagt, sich um Armstrongs Image kümmert. Sie soll dasselbe halt mit Lincoln machen. So, die beiden verlieben sich dann logischerweise und das ist mehr oder weniger, worum es geht. Meine Meinung. Es hat 3 Sterne bekommen. Ich glaube, es ist mein viertliebster Band. Ich glaube weiterhin, dass ich den ersten am schlechtesten fand, aber danach kommt der hier, I think. Weil er war einfach nicht so gut. Muss man so sagen. Kommen wir zu meiner Meinung, beziehungsweise zu meiner näheren Meinung. Charaktere. Ren war okay. Ich habe wenig gegen Ren. Ich fand, sie war relativ meinungsstark, also die hat ihre Meinung vertreten und sie hat die auch durchgezogen und war okay. Ren hat sich wenig Bullshit geben lassen. Ich mochte Ren. Dann kommen wir zu Lincoln. Und bei Lincoln, finde ich, ist das Problem, dass man ihn halt mit Armstrong vergleicht, beziehungsweise, dass die Charaktere ihn mit Armstrong vergleichen. Und dadurch, dass Armstrong wirklich das ekligste Vieh unter der Sonne ist. Ich hasse Armstrong. Sehr, okay? Ich hasse ihn sehr. Dadurch, dass man ihn halt mit ihm vergleicht, ist Lincoln natürlich toll. Das ist ja klar. Aber ich finde, wenn man Lincoln als eigene Person nimmt, als Lincoln die Person, die er ist, I didn't like him. Ich meine, er macht nicht so viel Mist, aber er fängt die Story halt damit an, dass er nicht so ein Assi sein möchte, wie Lincoln halt ist. Und deswegen versucht er besser mit Ren umzugehen, als Lincoln das tut. Ach, als Armstrong es tut. Trotzdem regt er sich eigentlich immer auf, ist super respektlos Ren gegenüber. In deren ersten richtigen Unterhaltung sagt er, ja, du hast doch bestimmt mit meinem Vater geschlafen und du hast auch bestimmt mit Armstrong geschlafen und so. So richtig respektlos. Und als sie klarstellt, nö. Meint ihr, der entschuldigt sich? Nein. Und das wird halt überhaupt nicht als schlecht angesehen, weil er halt eben im Vergleich zu Armstrong ein toller Typ ist. Und das hat mich halt gestört. Ich weiß es nicht. Ich finde ihn einfach wenig sympathisch. Ich will ihn nicht heiraten. Und ich glaube, dass der einzige Sinn des Lesens von solchen Büchern ist, dass man einen neuen Bookboyfriend findet. Und Lincoln ist es halt nun mal nicht. So, dann finde ich, dass man deren Gefühlsentwicklung überhaupt nicht spürt. Also so gar nicht. Ich habe das Buch halt 2 Tagen gelesen. Und die erste Hälfte des ersten Tages waren da halt keine Gefühle außer, oh, sie ist attraktiv und oh, er sieht so gut aus. Okay? Das war das Einzige. Das komplette Fundament war einfach, oh, wir finden einander sehr gut. Okay? Aber gefühlstechnisch war da nichts. Da war auch nicht wirklich was von, ich fühle mich zu ihr hingezogen oder sowas, außer halt, dass sie hübsch ist. Da war nichts. Und kurz bevor ich halt zum Ende für diesen Tag gekommen bin, waren auf einmal Gefühle da. Sie waren dann einfach da. Und damit meine ich nicht, dass auf einmal anders über die Person gedacht wurde und dass man auf einmal gespürt hat, oh, da ist ja doch so ein Pull. Nein, es wurde einfach gesagt, oh, ich habe Gefühle entwickelt für sie. Und es war dann so, ah ja, wann war das? Wo war ich, die ich nonstop meine Aufmerksamkeit auf dich gepackt habe? Da war nichts. Und das fand ich halt so, wisst ihr, ich fand es einfach, keine Ahnung, ich bin Besseres gewohnt von einfach
von guten Liebesgeschichten, muss man einfach sagen. Dann muss ich leider sagen, dass ich deren ersten Sexszene überhaupt nicht gut fand. Ich muss sagen, dass ich es gut fand, dass es weniger Sexszenen gab. Die meisten wurden einfach übersprungen und es wurde halt gesagt, ja, wir hatten Sex und dann war es das, Gott sei Dank. Weil ich bin gerade nicht in the mood für beschriebene Sexszenen. Also, I don't. Aber hier wurde das meistens übersprungen, was ich natürlich fantastisch fand. Nichtsdestotrotz, die erste Sexszene war nicht meins. Sie war nicht meins. Und ich glaube, da spricht meine innere Sexistin aus mir raus. Was ich irgendwie super schlimm finde, aber ich glaube, ich weiß es nicht, was es sonst ist. Das Ding ist, dass Ren in diesem Sexual Encounter... Sexual? Ich habe... Immer wenn ich Lipgloss drauf habe, also wenn das, der Lippenstift nicht matt ist, kann ich für eine Zeit lang nicht reden. Das ist traurig. Auf jeden Fall ist Ren in dieser ganzen Sache sehr forsch. Und sie nimmt mehr oder weniger den... Nicht den männlichen Part, aber normalerweise ist der Mann ja Forscher und... Also, nicht im wahren Leben. Im wahren Leben soll jeder machen, wie er will. Aber in den meisten Büchern, die ich gelesen habe, ist der Mann halt eher so, hey, wir machen jetzt das und das und lass mich das tun und keine Ahnung was. Und hier hat halt Ren diesen Part erfüllt. Und es kann auch einfach gewesen sein, dass ich das so noch nicht gelesen habe. Und dass es gar nicht mein Sexismus, mein Innerer ist, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass Ren irgendwie so die Kontrolle hatte, war ich so, ich weiß nicht, ich finde, an sich finde ich die Idee gut. Aber vielleicht war es auch einfach die Umsetzung. Ich weiß es nicht, Freunde. Irgendwas fand ich an dieser Sexszene nicht gut. Vielleicht wurde mir auch zu viel geredet. Das kann auch sein, weil die haben sehr viel geredet. Und es war nicht so Dirty Talk. Es war eher so, ich will, dass du das machst und mach mal das. Und oh, ich habe hier einen Witz gemacht. Ich weiß nicht. Es war einfach sehr viel Gerede. Und viel von diesem Gerede fand ich irgendwie... Nee, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Gut war aber, dass das Buch sehr kurz war. Also nur 340 Seiten. Ich glaube, damit ist es... Ist es länger als der dritte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es kurz, der Schreibstil von Helena Hunting ist super, das muss ich auch nochmal erwähnen. Sie ist amazing, also man fliegt durch die Seiten, man setzt sich ran und in einer Stunde hat man schon keine Ahnung wie viel gelesen. Also es ist wirklich, wirklich gut. So, kommen wir jetzt zu anderen Sachen, die mich gestört haben. Das Drama. Friends. Ich meine, vorweg muss ich sagen, dass das Buch so gut wie kein Drama hatte. Was ich eigentlich ja fantastisch finde. Ich finde es schön, wenn es ein Buch gibt, mal ohne Drama. Aber ich finde, dann sollte man auch kein Drama andeuten. Weil, wenn man ein Drama andeutet, dann geht man natürlich mit der Erwartungshaltung ran, oh, in den nächsten paar Seiten passiert Drama. So, und das hat dieses Buch irgendwie gemacht und dann gab es halt doch kein Drama, was ich gut finde. Aber das, was fast zum Drama geworden wäre, oh, es war so verworren und so sinnlos irgendwie. Also es fing damit an, dass Lincoln, der hatte nicht ein negatives Gefühl Ren gegenüber, okay? Oder deren Beziehung. Der hatte die ganze Zeit, ey, ich stehe hinter Ren, ich vertraue der, die liebt mich, bla bla bla, okay? Und dann sagt eine Person eine random Sache und dann geht Ren einmal nicht ans Telefon. Und auf einmal ist es so, konnte diese Person recht haben? Hatte ich Ren die ganze Zeit falsch eingeschätzt? Und es ist halt so, die eine Person hat was gesagt. Also, can you please einfach make sense? Weil ich verstehe ja, wenn er vorher schon in diese Richtung gedacht hätte, und auf einmal würde jemand das auch noch sagen und dann würde sie so reagieren, würde ich sagen, okay, I get it. Aber da war gar nichts. Nichts war da. Und dann hat die Person random was gesagt und er war so, was, wenn sie recht hat? Und es war so, oh, schweig still. Also das hat mich gestört. So, was ich dann aber am allerdümmsten finde, ist, dass Lincoln die ganze Zeit im Buch denkt, dass sein toter Vater ein schlimmer Mensch war, ein richtig schlimmer Mensch. Und der war so ein schlimmer Vater und ein schlimmer Mann und einfach von allen der schlechteste Mensch. So, und das ganze Buch über versucht er herauszufinden, warum alle anderen in seinem Umfeld sagen, nein, nein, dein Vater war ein netter Typ und dein Vater war toll, bla bla bla. So, und er versucht das halt herauszufinden. Und zum Schluss findet er halt so das Familiengeheimnis raus. Und es hat halt keinen Sinn gemacht. Excuse me. Also, ich werde jetzt nicht spoilern, weil ich in den anderen Rezensionen zu diesen Büchern auch nicht gespoilert habe. Aber das Ding ist halt, dass sie sagen, okay, dein Vater hat so gehandelt, weil er das und das verhindern wollte. Okay, könnte man sagen, ja, okay, hatte wenigstens einen Sinn, dass er das gemacht hat. Aber das wurde halt nicht verhindert. Wisst ihr, was ich meine? Also er hat extra etwas unterlassen, was ihn hätte glücklich gemacht, um andere Menschen glücklich zu machen. Aber am Ende vom Lied war keiner glücklich. Auch nicht die Leute, die durch diese Entscheidung glücklich sein sollten. Und es war halt so, wenn alle unglücklich sind, hätte er das auch einfach von vornherein machen können und dann wäre vielleicht alles besser geworden. Aber dadurch, dass er sich einfach geweigert hat, war es so... Also richtig, ich weiß es nicht. Normalerweise bin ich ja nicht so nitpicky. Aber ich habe das gelesen, ich war voll so, hä? Alles hätte umgangen werden können.
wenn der eine Typ nicht dumm gewesen wäre. Man muss es sagen. Der war einfach dumm und ich bleib dabei. So, und die letzte Sache, die ich ansprechen wollte, war Armstrong. Armstrong zieht sich ja mehr oder weniger wie ein roter Faden durch den ersten, den zweiten und den vierten Teil. Im dritten Teil hat er nicht wirklich was zu tun. Und er ist ja der, also im ersten Teil ist er der Verlobte von der besten Freundin der Protagonistin. So, und dann im zweiten Teil passiert ihr was, was dafür sorgt, dass die beiden sich scheiden lassen. So. Oder die Ehe annullieren lassen oder irgendwie sowas. So, und dann im vierten Teil hat er auch noch was mit dem Drama zu tun. Und wir wissen ja von vornherein, dass Armstrong ein schrecklicher Mensch ist und dass er blöd ist. Und schon im ersten Teil hat man gemerkt, irgendwas ist komisch in dem, dann im zweiten Teil natürlich besonders. Aber in dem Teil, nicht nur ist er halt ein ekliger, fieser Typ, der ist auch noch dumm. Und es ist dann halt so, wie hat Amelie 10 Monate mit ihm zusammen sein können? Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, dadurch, dass die Autorin Armstrong, den man ja sowieso schon hasst, noch dümmer gemacht hat, als er sowieso schon war, hat sie dadurch irgendwie einen anderen Charakter aus der Reihe auch dümmer darstellen lassen. Weil anfangs konnte man wenigstens sagen, ja, okay, aber er war charmant und er hat Amelie irgendwie manipuliert und sie wusste nicht, dass er eigentlich so ein ekliger Typ ist. Könnte man sagen, ja, okay, ich nehme Amelie in Schutz, sie wusste es nicht. Aber durch diesen Band ist das halt so ein No-Go, weil der halt einfach, der hat vielleicht 2 Gehirnzellen. Und dann erwartet die Autorin von mir, dass ich denke, dass Amelie einfach 10 Monate mit dem Typen überlebt hat? Nein, nein, excuse me, aber ich glaube nicht. Also das fand ich halt doof. So, und dann war der wirklich das komplette Buch über der schlechteste Mensch. Ich hasse Armstrong. Jede Szene, in der er war, war ich schon so, ne, der kann direkt wieder gehen. Der hat sich verhalten, was ist denn los? Der hat sich verhalten wie das letzte Kleinkind. So ein richtig verzogener Grrr, okay? Und dann passiert halt am Ende was und er ändert sich nicht um 180 Grad, also er dreht sich nicht um 180 Grad und ist auf einmal eine neue Person, das nicht. Aber er bessert sich. Ohne Grund. Also das Buch möchte dir einen Grund geben, aber es ist kein Grund. Und die hätten halt 2 Wege gehen können. Entweder du gibst Armstrong, was er halt verdient, oder du gibst einen Grund dafür, warum er in Therapie geht oder keine Ahnung, was er sich halt ändern will. Aber die Autorin macht einfach beides nicht. Die Autorin sagt, ja, seit das und das passiert ist, gibt sich Armstrong mehr Mühe. Aber why though? Wieso? Also, oh, ich weiß es nicht. Mir wäre es lieber gewesen, wenn die Autorin einfach gesagt hätte, der hat das letzte blöde Ding gemacht, der ist jetzt weg. Das hätte ich noch am besten gefunden. Weil so, wir wissen ja auch, was der im vierten Teil gemacht hat. Und so versuchen die den irgendwie wieder in die Familie zu integrieren. Und ich war so, für mich wäre da raus, aber ist okay. So, das war meine Meinung zu Care. Empfehle ich das Ganze? Achso, habe ich gesagt, dass es 3 Sterne bekommen hat? Ich glaube schon. Empfehle ich das Ganze? Nee. Also, wenn ihr die ganze Reihe lesen wollt, dann ja. Dann solltet ihr jetzt den 5. nicht einfach ignorieren. Aber wenn ihr das einfach im Internet oder in der Buchhandlung irgendwo stehen seht und denkt, oh, das klingt cool, dann würde ich sagen, it's not so gut. Es tut mir echt leid, dass diese Rezension so all over the place war und dass ich so viele Sprachprobleme hatte. Ja, aber das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!